Ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier aus dem Schatzimmobil. Das Bärchen sitzt wie immer da. Passt auf. Es ist ein wunderschöner Herbsttag. Zum Zeitpunkt der Aufnahme, der 20. September 2024. Vielleicht ist es auch der 20. September 1024, weil irgendwann mal 1000 Jahre hinzugefügt worden sind. Ist durchaus im Rahmen des Möglichen und darfst du gerne mal hinterfragen und gucken, wenn du so mal alte Gebäude siehst mit alten Jahresbezeichnungen, ob da wirklich eine 1 dahinter steht, davor steht oder ob das ein J ist. Egal. In diesem heutigen Video im Rahmen der Dreizack-Chronik mit mir, Helmer Rudolf, dreht es sich um dich. Dreht es sich um dein Leben. Stell dir mal vor, nur für einen Moment. Stell dir mal vor, du wüsstest, wie der Hase läuft. Stell dir mal vor, / du wärst Gott. Stell dir mal vor, du wüsstest immer auf alles eine Antwort zu haben. Stell dir vor, du hättest immer auf alles eine Antwort. Stell dir mal vor, du würdest nicht nur in ewiger Harmonie mit dir selbst leben, sondern auch mit deiner Umwelt. Stell dir mal vor, du wüsstest nicht nur, wie du dir Wünsche erfüllen kannst, sondern du hättest auch die Fähigkeiten, das zu tun. Stell dir mal vor, ganz gleich, was in deinem Leben auftaucht, es ist alles in Ordnung. Es ist alles gut so. Und jetzt mach mal eine kurze Pause. Lass das Ganze mal für einen Moment sacken. Und frag dich, was von dem gerade eben genannten eine Vorstellung ist, eine bloße Vorstellung ist, weil ich dich dazu gerade aufgerufen habe. Und was davon in deinem Leben bereits Realität ist. Stell dir vor, es gäbe mit Ä nicht nur dich, sondern auch den, der dich beobachtet, der dich beim Leben, beim Erleben, beim Handeln, beim Reden, aber auch beim Nichtstun beobachtet. Diesen kleinen Voyeur, diesen kleinen Spanner, der über dir steht und guckt, was für gute, geniale Sachen du gerade erschaffst, aber auch, was für einen ausgesprochenen Schwachsinn du gerade verzapfst. Und stell dir mal vor, dieser kleine Knirps da auf deiner Schulter, über dir, der dich aus der Distanz beobachtet, hätte nicht nur die Gabe der Beobachtung, sondern auch die der Bewertung und nicht nur die der Bewertung, sondern auch die des höheren Wissens, wodurch die Bewertung entsteht und würde dann auch noch eingreifen und sagen, okay, mein lieber Verstand, das machst du jetzt. Er würde dich anleiten und er müsste dich nur deswegen anleiten, weil du schwachen Sinnes bist.
weil du selber von deinem Verstand aus die falschen Entscheidungen getroffen hast. Und diese Instanz, dieser kleine Knirps oder auch höheres Selbst genannt, würde jetzt eingreifen und deinem Verstand sagen, du pass mal auf, mach mal das, korrigier das mal, verhalte dich hier mal anders, hier wäre es mal ganz hilfreich, eine andere Vorgehensweise auszuwählen und so weiter und so fort. Und stell dir mal vor, dieses ganze Konstrukt müsste nicht immer bewusst induziert werden, herbeigeleitet werden, initiiert werden, sondern wäre Teil deines normalen Lebens. Stell dir mal vor, du hättest nicht nur dieses höhere Wissen und Verständnis, sondern auch die Gabe der Vorstellung, wo du dir ganz gleich, was du dir nicht vorstellen kannst, genau das vorstellen kannst. Dass du in der Lage bist, zu visualisieren. Stell dir vor, du wärst nicht nur in der Lage, dir das Unvorstellbare vorzustellen, sondern du wärst auch in der Lage, deine Gedanken dauerhaft auf dieser Sache zu halten. Stell dir vor, du wüsstest sogar, warum du das tust. Nicht, dass du irgendwo blind einem Vorgang folgst, sondern du weißt, warum du es tust. Stell dir vor, du könntest dich in eine Situation begeben, bewusst oder tätest das sogar, wo du deine Gedanken bündelst, wo ein gleichartiger Gedanke dem anderen gleichartig, das dritte Mal dabei, dem gleichen gleichartigen Gedanken folgt. Und wo es durch diese Bündelung zu einer Energieverdichtung käme, wo diese Energieverdichtung dazu führte, wir sind immer noch im Konjunktiv, und ich muss noch mal niesen, hoppala, wo diese Energieverdichtung dazu führte, dass sich langsam, aber sicher Dinge änderten in dir. Und dass sich diese Dinge in dir nicht nur änderten, sondern dass du es auch mitbekämest, dass sich diese Dinge ändern und wie sie sich ändern. Und wie du durch diesen ganzen Vorgang erkennst, wie sich immer mehr eine Macht und Kraft in dir entwickelt, weil du es so gewollt hast. Weil du es nicht nur so gewollt hast, sondern weil du es auch so initiiert hast. Du hast es herbeigeführt. Du hast es erschaffen. Und wo dir dadurch immer bewusster wird, wie du durch diesen Prozess immer gottähnlicher wirst, wie du dort dadurch immer mehr in deine Macht und Kraft kommst und wo du durch diese Macht und Kraft immer mehr in der Lage bist, jeden widrigen Umstand in eine Quelle von Genuss umzuwandeln. Und stell dir mal vor, du würdest dann einen Punkt erreichen. Einen Punkt. Kein Endpunkt. An sich ein Endpunkt, weil es ein Punkt ist. Aber
nicht das Ende aller Tage und das Ende aller Weisheit. Du würdest einen Punkt erreichen, wo dir das Ganze auffällt und wo dir auffällt, wie diese ganzen Dinge miteinander in Verbindung stehen, miteinander verbunden sind. Stell dir mal vor, diese Erkenntnis führte zu einer Ruhe, zu einer Souveränität und immer wieder zu einer Macht und Kraft, die mit nichts von dem vergleichbar wäre, was du zuvor jemals erlebt hast, ganz gleich wie alt du bist, ganz gleich was du durchgemacht hast. Stell dir das mal vor. Und jetzt zu guter Letzt, stell dir mal vor, all das wäre möglich durch das Lesen bzw. Studieren eines einzigen Buches, was noch nicht mal besonders umfangreich ist. Und wo dieses Studieren dich nur 6 Monate, ein halbes Jahr deines Lebens kosten würde. Stell dir das mal vor. Wo du Jahre oder Jahrzehnte ungünstiger, schlechter, widriger, ungesunder Programmierung zunichte machen könntest. Wodurch du dein Leben komplett umkrempeln könntest. Und wodurch du ein Leben auf höheren Ebenen leben und erleben würdest. Stell dir das mal vor. Ein Buch, 24 Kapitel, 24 Wochen. Jede Woche ein Kapitel. Jedes Kapitel ungefähr 40 Minuten zu lesen, maximal. Und dann eine kleine Übung dahinter, wo du vielleicht auf 1 Stunde oder 1,5 Stunden kommst, maximal. Die Zeit, die am Tag natürlich relativ viel ist, weil 15 von oder 1,5 von 24, das ist schon mal nicht schlecht, das muss man sich erstmal freischaufeln. Aber stell dir mal vor, du würdest dir diese Zeit nehmen, du würdest die Disziplin und Beharrlichkeit aufbringen, dich mit dieser Thematik zu befassen. Für ein halbes Jahr. Da kann dir auch eine Spinne die Wange hochklettern. Soll sie machen. Stell dir mal vor, ein einziges Buch, 24 Kapitel, eins pro Woche, jeden Tag, dasselbe Kapitel und jeden Tag dieselbe Übung, bis du Meisterschaft darin erlangt hast. Immer wieder wiederholen. Halbes Jahr. Und dein Leben würde danach so vollkommen anders aussehen, weil du in den 6 Monaten zu einem neuen Verständnis gekommen bist, was dich befähigt, und wir wollen es ja praktisch halten, was dich befähigt, mit jeder Situation, die sich dir stellt, ob passiv oder aktiv, ob sie zu dir gekommen ist durch Unterlassen oder durch dein neutrales Nichtstun oder ob du sie bewusst herbeigerufen hast, wo du mit jeder dieser Situationen umgehen kannst, wo du Verantwortung übernimmst, wo du deine Macht und Kraft erkennst, wo du in der Lage bist, dich in die Stille zurückzuziehen, um mit dieser Situation angemessen umzugehen.
Ganz gleich, ob das partnerschaftlich ist, ob das mit den Kindern ist, mit den Eltern ist, mit dem Partner ist, ob das am Arbeitsplatz ist, ob das was mit Politik zu tun hat, ob das was mit Gesundheit zu tun hat, ob das was mit Wirtschaft zu tun hat, ob das was mit Kultur oder Religion zu tun hat. In allen Bereichen weißt du immer, wie richtig zu reagieren ist. Immer, jederzeit. Du hast nicht nur das Wissen, weil du es weißt, sondern du hast auch die Fähigkeit, mit der Situation so umzugehen, weil das Wissen allein genügt nicht. Du hast auch die Fähigkeit, und weil du die Fähigkeit besitzt und weil du dir ein höheres Bewusstsein erschaffen hast, bist du auch in der Lage, das umzusetzen in praktische Werte. Und tust das auch. Darauf kommt es ja an. Du handelst entsprechend. Da frage ich mich, da frage ich dich, ist es das nicht der Mühe wert? Ein Buch, das Master Key System von Charles Francis Hanel. Dieses eine Buch ist nicht das einzige Buch, weil jedes Jahr Tausende rauskommen. Aber es ist die absolute Grundlage für ein bewusstes und selbstbestimmtes Leben. Es ist der Ausgangspunkt für jegliche Veränderung in deinem Leben, weil dort die Sachen erklärt werden, die du nicht nur wissen musst, sondern auch können musst, um überhaupt etwas anderes tun zu können, um überhaupt einen Umstand verändern zu können. Das steht da drin. Und vielleicht hast du dieses Buch schon. Und vielleicht hast du diesem Buch bisher nicht die nötige Aufmerksamkeit geschenkt. Sondern du hast es einfach nur und du hast es einfach nur ein bisschen angelesen und dann ins Regal gestellt und vergessen. Oder vielleicht hast du es nicht. Und dann lege ich dir ans Herz, dir heute noch, nach diesem Video, dieses Buch zu bestellen. Das kannst du über mrmasterkey.com machen. Das kannst du über den Buchhandel machen. Das kannst du über den Onlinehandel machen. Es gibt mehrere Ausgaben davon, mehrere Übersetzungen ins Deutsche, weil Master Key System ja kein deutscher Begriff ist. Aber es gibt nur eine Übersetzung, die umfangreich unterstützt wird und dich auf deiner Reise begleitet. Das ist meine. Aber losgelöst davon, welche Übersetzung, die du dir zu eigen machst und wo du vielleicht darauf achtest und unterscheidest zwischen preiswert und günstig, zwischen billig und wertvoll, kannst du ja machen. Vielleicht kriegst du mehr für dein Geld. Vielleicht gilt es, das mal zu bedenken. Und wo du in dich investierst, weil du es dir wert bist, anstatt zu gucken, wo du wieder das Billigste kriegen kannst. Nur weil du meinst, ein paar Euro zu sparen. Es geht aber bei so etwas nicht darum, ein paar Euro zu sparen. Es geht darum, das Beste zu bekommen. Und du sollst und wirst dadurch, dass du dich mit diesem Material befasst, wirst du ein Empfinden, ein Bewusstsein für das Beste entwickeln. Und ich sag dir, und dasselbe gilt auch noch für mich, dass dort noch reichlich Luft nach oben ist, was das Beste ist. Dass wir überall noch Aspekte in unserem Leben haben, die wir nicht beachtet oder missachtet haben, die wir verleugnet haben und wo wir das Beste noch lange nicht erfahren. Und das Beste ist auch wieder nur eine Momentaufnahme. Auch danach geht es weiter, so wie das ist im Leben. Du entwickelst dieses Bewusstsein für hochwertige Dinge, nicht für Masse. Du kommst aus dem Konsumentendasein heraus und wirst zu einem Investor. Nicht notwendigerweise ausschließlich einem Finanzinvestor, sondern einem Investor in Werte, in emotionale Werte, in mentale Werte, in materielle Werte, die wir kennen, und in spirituelle Werte,
Du wirst immer wertvoller, weil du dich mit Werten füllst. Nichts anderes besagt das Wort wertvoll, nämlich voller Werte, eine Fülle, voll und Fülle, Wortähnlichkeit. Und das dreht dein Leben vollständig um. Und das garantiere ich dir. Das garantiere ich dir. Denn das ist die logische Konsequenz, die logische Folge des Befassens mit diesem Material, mit diesen Informationen, mit diesem Wissen und mit dieser Weisheit anderer Menschen, die du dir zu eigen machst, dadurch, dass du dich damit befasst. Du kannst, und so kommen wir zum Ende dieses Videos, das Ganze natürlich auch ignorieren, weil du meinst, es besser zu wissen. Nicht besser als ich, aber weil du meinst, es besser zu wissen als das, was dir hier gerade in den letzten Minuten präsentiert wurde. Und sagen, nö, ist nicht der richtige Zeitpunkt, kenne ich schon alles, ich weiß, wie es geht, ich mache das schon und so weiter. Wenn du das tust, alles in Ordnung. Wenn du die Meilensteine hast, über die du erkennst, ob du Fortschritte machst, erzielst oder nicht, ist alles in Ordnung. Wenn du diese Meilensteine nicht hast, dann belügst du dich selbst. Und dann kannst du auf keinen mit dem Finger zeigen und sagen, der, das oder dies war dafür verantwortlich. Der Finger zeigt auf dich. Daher nochmal mein Aufruf. Befass dich mindestens für ein halbes Jahr eingehend mit dem Master Key System. Du kannst dir kein größeres Geschenk im Leben machen. Und wenn du nicht dazu in der Lage bist, deine Aufmerksamkeit für einen längeren Zeitpunkt auf irgendetwas zu richten, dann lass mich dir Folgendes sagen. Dann wird sich in deinem Leben nie was ändern. Weil du nie, nie, nie das Ausmaß an Energie erzeugen kannst durch diese beharrliche, disziplinierte Ausrichtung, nie etwas erzeugen kannst, was genug Kraft hat, um in deinem Leben zu erscheinen und zu verbleiben. Von kurzfristigen Dingen, die kommen und gehen, abgesehen. Aber dauerhaft nicht. Und nicht, weil ich dir bösgesonnen bin, ganz im Gegenteil, ich bin dir hier seit 23 Minuten sehr wohlgesonnen, sondern einfach, weil die Schöpfung auf der menschlichen Ebene so funktioniert. Weil das Dauerhafte, das Permanente nur durchs Unterbewusstsein kommt und nicht durch den Verstand. Nur durch das Sein kommt, nicht durch das Haben. Nur dadurch kommt, dass man sich wirklich dauerhaft mit einer Sache befasst. Das ist wie Training. Das ist wie auf dem Sportplatz, im Fitnesscenter, wo auch immer. Trainieren, trainieren, trainieren. Und nur dadurch kommt etwas zu dir und bleibt es bei dir. In diesem Sinne, wir sind am Ziel angekommen. Ich wünsche dir alles Gute, verweise auf meine Webseite. Du darfst gerne meine Dienste in Anspruch nehmen. Ich bin keiner, der irgendwo so einen großen Sales-Pitch macht und der sagt, hier, unterschreib jetzt. Oder ich habe hier drei Leute, die dich anrufen und die zusehen, dass du auf der gestrichelten Linie unterzeichnest. Ich mag diesen Druck nicht. Ich appelliere an deine eigene Intelligenz. Oder in vielerlei Hinsicht das, und das müssen wir leider so sagen, was davon übrig geblieben ist. Und das hat mich auch nicht ausgeschlossen. Das ist mittlerweile ein bisschen anders. Wir sind dazu da, unsere Intelligenz wieder auf ein menschliches Niveau zu heben, denn die haben wir in den letzten Jahrzehnten ganz arg eingebüßt. So sieht's aus. Mach Gebrauch davon,
von den dir zur Verfügung stehenden Angeboten. Sie sind dazu da, um genutzt zu werden. Und wenn du sie nutzt, erlebst du ein Leben auf höheren Ebenen. Nicht, weil ich das sage, sondern weil das genau so ist. In diesem Sinne verbleibe ich mit Peace and Blessings. Wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Mach das, das lohnt sich. Aufpassen, dass ich den Hund nicht übertrage. Benni, wo bist du? Wir sind angekommen. Und du bist auch angekommen. Bis zum nächsten Mal. Helmut Ruder verbleibt wie immer mit Peace and Blessings. Verabschiedet sich und weist auf seine weiteren Webseiten hin. Verweist auf die weiteren Videos. Mach Gebrauch davon, steht dir hier zur Verfügung. Vieles zum Nulltarif. Und ich hoffe, du weißt das für dein Leben zu schätzen und das Leben aller anderen.